habt ihr eigentlich auch die ganze Zeit so ein Klimpern im Ohr? Excuse us, ladies and gentlemen. One, two. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in Shenzhen und dem wahrscheinlich schönsten Flughafen, ja, den ich überhaupt je gesehen habe. Eingeladen wurden wir hier von Huawei, um uns mal ihr Headquarter anzuschauen. Das sind 2,5 Quadratkilometer, auf denen insgesamt 14.000 Leute arbeiten. Man muss sich das mal vorstellen, weltweit arbeiten für Huawei ungefähr 170.000 Leute, also schon mal so knapp 10%. Dieses Gebäude auf dem Campus ist tatsächlich das White House. Megabyte. Das ist dann also die Kantine für die normalsterblichen Huawei-Mitarbeiter. Tada! Da ist es also, das Huawei-Headquarter. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das an. Jetzt befinden wir uns im Research and Development Center von Huawei und ich bin VIP. Das ist also diese Cloud, von der alle reden. Blau oder Pink? Kann ich nicht entscheiden. So, hier befinden wir uns in einem Teil der Huawei-Universität, in dem insgesamt 100 Klassenräume gibt und 2000 Studenten versuchen, sich Eigenschaften anzueignen, um Huawei weiterzubringen. Wie es sich für eine Vorzeige-Universität gehört, gibt es hier natürlich auch überall Früchte. Und natürlich auch Kaffee, logisch. Wow, also wir sind immer noch auf dem Campus hier draußen und das ist ein Innenhof. Sehr subtropisch hier, wo sich die Studenten auch mal erholen können. Kleine Vögel springen hier rum. Hier kann man sich wohlfühlen als Student. Also in die Klassenzimmer dürfen wir hier nirgends rein, aber man kann ein bisschen reinlupen. Also hier stehen unzählige Flaschen rum, da sehen wir, was die Huawei-Mitarbeiter in ihrer Mittagspause tun. Aber nicht nur das Headquarter, auch eine Fertigungsfabrik konnten wir uns anschauen. Gut, wir mussten dabei versprechen, dass wir gar nichts darüber erzählen, aber das ist mir jetzt einfach mal egal und ich erzähle euch das, was ich dort gesehen habe. Also, wir sind da rein und da war dann erstmal... Und die Mitarbeiter erst, da waren... Und... Gab's da nicht doch... Übrigens, es gab auch noch ein richtig witziges Gruppenfoto. Dann möchte ich euch noch ein bisschen was über Shenzhen erzählen. Drei Fakten, die ihr zu Shenzhen wissen solltet. Erstens, es ist richtig heiß hier, nämlich subtropisch. Bei uns, wir hatten so ungefähr 33, 34 Grad mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Also es fühlte sich an wie in der Hölle. Scheiße, ist das heiß. Und ihr Winter ist nur 2 Wochen lang und das bedeutet 10 Grad. Wichtig bei der Hitze, immer hydriert bleiben. Fakt 2. Shenzhen oder Shenzhen, wie die Einheimischen sagen, existierte vor 35 Jahren praktisch nicht. Da lebten hier nur 30.000 Einwohner. Mittlerweile sind es 20 Millionen. Fakt 3. Die Autozulassungen sind hier strengstens limitiert. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, an sowas ranzukommen. Man kann bei einem Losverfahren mitmachen. Dort kriegt dann einer von 10.000 eine Zulassung. Oder man kann drauf bieten. Da kann man dann auch gut und gerne mal an die 10.000 Euro zahlen, was hier nochmal deutlich mehr Geld ist als bei uns, also nur was für die wirklich Reichen. Ich habe aber gehört, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wahrscheinlich auch nur was für die Reichen. Bestechung.
Das hat dann aber den Vorteil, es gibt keinen Smog und auf der Straße ist auch erstaunlich wenig los dafür, dass es eine 20-Millionen-Metropole ist. Und ich sag euch, das Essen, das ist so krass. Aber nicht nur das. Wir haben mit jede Menge wichtige Köpfe von Huawei gesprochen und viel über deren Firmenphilosophie und deren strategische Ausrichtung erfahren. War echt spannend. Wenn ich schon mal dabei bin, noch ein paar Huawei Facts. Huawei ist in China Nummer 1 Smartphone-Hersteller und weltweit nach Samsung und Apple Nummer 3. Insgesamt hat Huawei 3 CEOs, die sich alle 6 Monate abwechseln mit der Firmenführung. Damit will der eigentliche Geschäftsführer ein bisschen Dynamik reinbringen und die ganze Firmenstruktur flexibel und dynamisch halten. Der Huawei-Gründer hält nur 1% aller Huawei-Aktien. 99% gehören den Mitarbeitern. In den letzten 10 Jahren investierte Huawei 37 Milliarden Dollar nur in die Forschung. Das sind 10% ihres Gesamtumsatzes. Während dieser Meetings ist ein Satz gefallen, der mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Technologieunternehmen haben manchmal Schwierigkeiten, sich die Zukunft vorzustellen. Sie sollten sich mehr Science-Fiction-Filme anschauen. Auch in den Shopping-Malls war einiges los und ich sag mal, für uns Europäer gab es ein paar ungewöhnliche Sachen und viel zu entdecken. Hier schauen wir jetzt mal rein. Was? Ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen enttäuscht, weil die Geräte sind nicht wirklich billiger, teilweise sogar ziemlich teuer. Das Einzige, was man hier tatsächlich kaufen kann, sind Sachen, die direkt aus Shenzhen kommen, nämlich zum Beispiel Sachen von Huawei oder auch Oppo und Xiaomi. Und wo kommen die überhaupt aus Shenzhen? Selfie-Stick in Gold, gerade mal 70 Euro. Eines ist dann doch noch günstig, nämlich solche Feature-Phones, die kosten umgerechnet 35 Euro und für wen die sind, wird hier auch ziemlich deutlich gezeigt. So, liebe Freunde, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Ansonsten, arrivederci! What can I?